Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zelda Tears of the Kingdom. Dankeschön fürs Einschalten, Dankeschön für den Support. Ich wünsche jetzt mega viel Spaß mit der Folge Sora Dungeon. Let's go. Schaut mal bitte, was ich für ein geiles Schild rausbekommen habe aus dem Wind Waker Amiibo. Ey, da kommen richtig geile Erinnerungen eben hoch. Seewindschild an Zelda The Wind Waker. Eben Grüße gehen raus an meine Schwester. Ich habe das Spiel mit ihr weggesuchtet bis zum geht nicht mehr. Dies soll der Lieblingsschild eines Helden gewesen sein, der einst das große, weite Meer bereiste. In seiner Familie wurde er über die Generation weitergegeben. Boah, das war so cool, dieses Spiel, Mann. Aber jetzt, Sora Dungeon, Dungeon Start, Quest Start des Dungeons, das werden wir jetzt angehen. Nämlich mit der guten, dieser Schlamm. Oh. Hifumi. Es tut mir so leid. Alle Opfer sind nun behandelt. Doch dabei haben wir all unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielleicht ging es schlimmer. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wirklich untröstlich. Oh, entschuldigt euch nicht. Ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn wir nun noch die Statue irgendwie säubern könnten. Habe ich zufällig schon gemacht. Ihr müsstet euch einfach nur mal nach links drehen. Dann würdet ihr das eventuell sehen. Oh. Nanu? Bist du zu Besuch im Dorf? Verzeih, dass wir dich nicht gegrüßt haben. Wir waren ganz ins Gespräch vertieft. Das Dorf der Soras leidet derzeit nämlich unter unvollstellbar aufgrund des Schlammes, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Oh. Fürs Erste konnten wir die Lage in den Griff bekommen. Doch die schöne Statue ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. Hä? Doch nicht? Was? Wir suchten flossendringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm vorzuspülen, jedoch... Oh, huch. Ich bin doch nicht so blind. Die Soras, das sind doch die Wasserbändiger quasi, wenn man mal im Avatar-Universum wäre. Die können doch einfach das Wasser nehmen und dann draufballern, oder nicht? Der Schlamm, nein, der ist weg. Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Diese Statue ist das Dorf, ist für das Dorf der Soras das Symbol einer neuen Hoffnung. Danke, dass du bei der Säuberung so fleißig mitgeholfen hast. Diese Statue, musst du wissen, sie stellt zwei heldenhaften Seele dar, die sie das Dorf einst aus höchster Not retteten. Sidon und... wie hieß der? Mifa, ne? Ganz recht, Sidon, Prinz der Soras und Ritter Link. Den unbeugsamen hylianischen Schwertkämpfer. Das bist du ja. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich würde ihn nur zu gerne eines Tages einmal treffen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körperbau wie die Statue. Und die Augen ähneln sich auch. Und Hylianer bist du ebenfalls. Ein Schwertkämpfer? Das ist unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa... Ich bin es. Höchstpersönlich stehe ich hier mit dem Master Sword, ey. Und dem besten Schild aller Zeiten, Mann. Du bist tatsächlich der Link. Ja, so sieht's aus. Hm? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Verzeihung, wollte nicht so über dich herfallen. Ist kein Problem, Groupies. Warum nicht? Bitte verzeih uns. Was für eine Überraschung, dass du Link bist. Der vielbeugsame Schwertkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Anscheinend seid ihr ja gute Freunde. So sagt man. Ich heiße Jona. Die haben wir noch von Sidon gehört, den wir oben auf dem Donnerberg getroffen haben. Gesagt, er hat das Kommandieren der Stadt an Jona übergeben. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Sora Prinzessin der Ferne. Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Darf ich fragen, was dich hierher verschlägt? Ja, hier Kataklysmus, Mumie, Zelda ist weg, Flammen und so weiter hier. Ich muss euch helfen. Oh, so etwas Furchtbares und das gleich unter Schloss Hyrule und du reist umher. Jeder Text ist bei jedem Phänomen 1:1 gleich. Ihr seid also hier ins Dorf gekommen, weil ihr vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden? Schau bitte überall. Egal, wo das ganze Dorf steht, hier offen. Oh, da kommt mir eine Idee. Du solltest Prinz Sidon sprechen. Er wird völlig außer Rand und Band geraten, wenn er dich wieder sieht. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben Sidon schon gesehen. Haben wir schon.
Ach, ist das? So ist das. Ich hätte wissen müssen, dass du Mifas Stätte bereits besucht hast. Geil, dass das Spiel das aufgreift, dass ich da schon war tatsächlich, weil... Ja. Ach, wäre ich nur dabei gewesen und hätte Prinz Sidons strahlendes Gesicht selbst gesehen. Doch seltsam, dass er dich sofort zu mir geschickt hat. Obwohl er damit ja zeigt, wie sehr er mich denkt. Link, bitte begib dich erneut zu Sidon und sprich mit ihm. Ich bin ganz sicher, dass er dir nicht alles verraten hat, was ihn bedrückt. Okay. Werte Jona, es ist Zeit. Wir müssen uns leider aufmachen. Es tut mir leid, aber ich muss leider fort. Ja, habe ich gehört. Deine Magd hat für dich gesprochen. Ach. Aber falls es dir nichts ausmacht, hätte ich noch eine weitere Bitte an dich. Könntest du nach deinem Treffen mit Prinz Sidon zu mir ins Krankenbad... Ach so. ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen? Möglicherweise kann ich nicht, kann ich noch etwas für dich tun, Link. Ah, die kann meinen Arm heilen, oder? Ja, die hält den Arm, Freunde. Danach haben wir wieder einen normalen Arm. So, okay. Sidon aus dem Dorf des Soras, das haben wir ja. Hier war damals ein Schrein. Und immer so ein Sora-Großschwert. Mal gucken, was wir diesmal hier abgreifen können. Ein paar Crabs und diese Sportdinger hier. Okay, Schande. Okay, dann ab zu Prinz Sidon nach oben. Jetzt will ich aber erstmal sehen, was sie hier mit meiner Statue gemacht haben, ey. Okay, da hatte ich die Sora-Rüstung an. Da hatte ich dann die Sora-Rüstung an. Okay, Prinz Sidon, das war doch hier oben, genau. Da haben wir doch extra den Schrein, haben wir schon mitgenommen. Perfekt. Apropos Schrein, wir müssen jetzt nochmal kurz auf den Ladebildschirm genau schauen. Wir haben nämlich die vier Segenslichter voll. Das heißt, wir könnten uns jetzt erstmal auch noch ein Herz holen. Da müssten wir nur einmal kurz reisen. Aber wir quatschen erstmal mit dem Prinzen. Gucken, wo der uns jetzt hinschickt. Oder geht's jetzt direkt los hier auf den Dungeon? Das wäre natürlich auch fantastisch, ne? So. Also hier, das habe ich ja in den letzten Folgen auch schon gesagt, ne? Das wird hundertprozentig zu Wasser und dann mit der Sora-Rüstung ab geht's nach oben auf die Himmelsinseln. Ich liebe dieses Spiel, ne? Ich freue mich jeden Tag, mich hier einzuloggen. Auch jetzt nach 30, 40 Stunden nach wie vor immer noch. Freue ich mich einzulocken und einfach hier durch diese Welt zu strömen und zu laufen. Das ist so, so idyllisch gemacht, ey. Das ist einfach der heilige Wahnsinn, Mann. Sidon, mein Bester. Ich war bei deiner Verlobten und sie meinte, du hast mir vielleicht noch irgendwas zu sagen. Oh, du bist Link. Warst du im Dorf der Soras? Ja, ich habe mit deiner, wie gesagt, ich habe mit deiner Verlobten gesprochen und. Ah, hey, ich verstehe. Hat das Dorf immer noch mit dem Schlamm zu kämpfen? Ja, du bist also auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Wenn du dich einfach mal umdrehst, siehst du, dass vor deinen Augen ein riesen Batzen Schlamm runterkommt und ja, das restliche Umland genauso aussieht. Dennoch bin ich erleichtert, dass es Jona und den Dorfbewohnern den Umständen entsprechend gut geht. Ich danke dir für deinen Bericht, Link. Ach ja, dies es nun geklärt ist, möchte ich dich etwas fragen, das mich seit unserem letzten Treffen beschäftigt. Du sagtest, dass du auf einer Himmelsinsel aufgewacht bist, Link. Der Himmel. Ob dort die Wurzeln allen Übels zu finden ist oder vielleicht die Lösung für all unsere Probleme. Ich hatte mich ohnehin gefragt, inwiefern die schwebende Insel mit dem herabfallenden Schlamm zusammenhängt. Ja, weil wie du, wenn du dich umdrehst und siehst, dass der Schlamm, dieser Schlammberg hinter dir, der kommt von oben aus dem Himmel von der Insel. Sidon, schau doch einfach mal genau hin. Daher truge ich einen Sora-Gelehrten auf, unsere alten Schriften und Dokumente durchzugehen. Er soll alles herausschöpfen, was mit dem Himmel und den seltsamen Ruinen in Verbindung stehen könnte. Ich selbst kann leider nicht hier fort, da ich den Schlamm bekämpfen muss, der diesen Ort besudelt. Ah, guck mal, jetzt siehst du es ja selber. Ah, du musst wissen, Link. Hier entspringt das Wasser, das unser Dorf am Leben hält. Also das ist der Sora-Brunnen hier, okay. Okay. Und ich setze meine Kraft ein, die Macht, über das Wasser und den Schlamm von Wasser zu trennen, um es zu läutern. Okay, lass mich raten, das wird unsere Kraft werden. Ich kann dann bald Wasser machen und den Schlamm bekämpfen. Sollte ich auch nur einen Augenblick lang von hier weichen, würde unser Dorf von den Schlammmassen erstickt werden. Daher bin ich hier derzeit Gefangener dieses Ortes. Mir sind die Flossen gebunden, sozusagen.
Doch eine Sache noch, Link. Man nimmt an, dass Prinzessin Zeldas Verbleib mit den Ruinen und den Inseln am Himmel in Verbindung stehen könnten. Hm. Am besten sprichst du selbst mit unseren Gelehrten. Es handelt sich um den alten Yato. Er sollte am Toten See seine Studien nachgehen, nordwestlich von hier. Sicher findest du ihn dort. Okay, am Toten See. Sieht dann aus dem Dorf der Soras. Toter See. Lulusee. Mikausee. Donnerhorn. So der Tote See. Uralte Schlucht. Okay. Vielleicht ist Toter See auch nur Toter See Ablenkung und es ist doch hier irgendwie sowas. Weil das ist ja quasi alles Schlammwasser. Das wird ja, wenn wir irgendwie gewonnen haben hier gegen das Unheil, wird das natürlich auch alles wieder Wasser werden. Toter See, Totosee. Ach, Totosee. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Das ist auch Totosee. Ich lese auch noch Toter See vor. Okay. Wo war es jetzt? Totosee? Dort? Gehen wir einmal zum Totosee. Scheint dann aber auch wieder etwas aufwendiger zu werden, die Geschichte hier, ne? So wie bei den Gerudo zuletzt. Was natürlich nichts Verkehrtes ist. Finde ich eigentlich ziemlich nice, dass das Quest-Verkettungen sind. Wie gesagt, dann bei den Ornis war es eben ganz, ganz anders. Da hast du mit, wie hieß er? Theba gesprochen. Hast Tullin auf dem Berg gefunden, bis den Berg hinaufgekraxelt, warst am Dungeon. Fertig. Ja. So, den Schreiner hinten will ich auf jeden Fall noch haben, ne? Und wie gesagt, wir müssen noch Herzcontainer eintauschen gehen. Guck mal, crazy. Ich hatte die Konsole aus und hatte einen Tag gepennt, also im Real Life, und die Dinger sind nicht nachgewachsen. Das ist verrückt. So, hier ist der Totosee und wo ist Yato? Wo ist Yato? Vorne ist was, was man, wo man interagieren kann. Aha. Ist das nicht hier der See gewesen, wo man... Ah, guck mal da vorne, wo man, die Sora-Kapuze gefunden hat? Ah, okay, du wirst Yato sein, ne? Du wirst Yato sein. Eine Untersuchung also. Oh, nee. Ich bin Dumja. Oje, ich verstehe diese Gelehrte nicht so richtig. Er kann beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein. Huch. Hat mich jemand beim kleinen Selbstgespräch belauscht? Also, nicht falsch verstehen, bitte. Yato sagte, er wäre für die Untersuchung und fasst beide dabei mögliche gefährliche Sachen an. Ruinen, warte, wo ist er denn? Dann muss er ja... Du stehst in diese Richtung, ist er hier drin. Ah, da ist Yato. Yato. Komm mal. Okay. Eine antike Sora-Tafel. Ah. Okay. Oh, Yato. Diese eleganten Schwünge. Eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches, Tropfenwasserbrücke. Himmelsfisches, Tropfenwasserbrücke. So ein Pech. Der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Ach, scheiße, Mann. Oh, Link. Hab dich gar nicht gesehen. Verzeih meine Unhöflichkeit. Aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Soras, auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist diese Steintafel stark beschädigt, sodass für mich nur noch sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur ein klein wenig mehr erkennen könnte. Was soll ich jetzt nur tun?
Was soll ich jetzt nur tun, ne? Was soll ich denn jetzt tun? Er will mehr erkennen, sagt er. Tullin? Plan? Riju? Irgendwas ist mit den Augen. Das sieht so geil aus, Mann. Das ist wie so ein Anime einfach, dieses Spiel. So. Schaffen uns von oben erstmal irgendwie einen Überblick. So. So, da vorne kann ich mit irgendwas interagieren. Ansonsten war hinter dem Ding war ja auch noch was im Wasser. Dann gehen wir erstmal hier hin. Da war ja die Wasserfrucht dran. Bedeutet, ich muss das, wenn ich das benutzen will, muss ich das aus dem Schleim befreien, ne? Okay, alles klar. Das sieht doch schon nach dieser komischen Tafel aus, die da zufälligerweise genau ins Loch passt. Oder? Ja, easy. Alles klar. Giotto, ich hab deinen Stein. Ich hab ihn dabei. So. Zack. Bumm. Sitz passt. Die Steintafel? Link, ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stell dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Ah, das ist ein Rätsel. Ich hätte mir das besser gemerkt jetzt oder aufgeschrieben. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dieses enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns von Soras mit dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja umwerfend. Ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell. Weil schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit all den Begriffen gemeint sein? Wie sollen die Schriften durchgeführt werden? Fest steht, dass hier die Rede von Symbol des Königs ist. Obwohl seine Hoheit König Dorifan mehr dazu weiß. Ah, den gibt's also doch noch. So langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlamms doch wieder ins Dorf zurückkehren. Okay. Irgendwas im Himmel müssen wir mit dem Bogen reinschießen. Und Symbol des Königs. Okay. Stell dich auf das himmlische. Jito rät König Dorifan zu fragen, was mit dem Symbol des Königs auf sich hat. Die Quest gibt mir keinen Marker dorthin. Pass auf, König ist ja auf jeden Fall Sora. Das heißt, der muss ja irgendwo hier sein. Hier ist doch der Thronsaal irgendwo, oder nicht? Hier müsste doch irgendwo der Thronsaal sein. Also da war auf jeden Fall in BOTW, wo uns alle gefeiert haben, als wir den Wassertitan bezwungen haben, standen wir ja da. Deswegen fangen wir da mal mit unserer Suche an. Kampfkniff. Okay. Moga-Wacker-Schrein. Ah. Ich merke schon, wo das hinaufläuft. Aber wenn wir jetzt den König haben, der gibt uns ja dann Ausschluss, wie man den Dungeon, glaube ich, aktiviert einfach nur, ne? Mehr Wasserfrüchte. Okay. Hallo? So. Königsschlag. Dorifan Kick. Hua. Der König ist knallhart. Hua. Oh nein, ich hab verloren. Ah, plitsch, platsch. Schlimm, Schlamm. Schlimmer, Schlamm. Schreckliches Monster. Lisa, bist du mir über? Ich muss mich zurückziehen auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher und... Oh, was willst du da? Wir haben schon genug Leute zum... ich bin König Dorifan spielen. Keiner kann mehr mitmachen.
Und du musst unser Spiel, du machst unser Spiel kaputt, geh sofort weg, sonst verbannt dich der König, jawohl. Und der Scheiß jetzt hier. Okay. Die reden irgendwie über den, oder? Ihr wisst was. Ihr wisst doch irgendwas, oder? Ich geh mal mit dem hier quatschen. Vielleicht weiß der auch irgendwas. Der steht einfach hier mit dem Besen im Wasser. Aha. Wurde vertrieben. Blutmond. Ich will den Thronsaal sauber machen, aber die Kinder haben mich einfach rausgeworfen. Sie haben gesagt, dass sie ein geheimes Spiel spielen und keine Erwachsenen erlaubt sind. Aber ich habe sie gehört in diesem Spiel. Da tun sie so, als seien sie König. Zudem spielen sie die jüngsten Ereignisse nach. Aha. Das macht mich echt neugierig und ich will mitspielen. Na, ich meine, als Erwachsener sollte ich auf sie aufpassen. Ich frage mich nur, wie nah genug an sie herankomme, ohne sofort entdeckt zu werden. Ein Versteck wäre klasse. Ah, also die wissen also, wo der König ist, die kleinen Schlingelwutze. Okay, pass auf, ey. Sneak Mode? Sneak Mode? Ah, siehst du, perfekt. Und keiner weiß, dass König Dorefan, er sich genau dort versteckt. Wo? Ah, ach man, okay, hat mich, okay, ah. Die sagen uns jetzt, wo der König sich versteckt. Ah, okay, sowas hier entpuppt sich jetzt. Was ist denn, wenn ich mich jetzt hier hinter verstecke? Auch nicht. Der Blutmond. Wenn des Blutmonds. Diese Geschichte, die Zelda da über den Blutmond erzählt, ist auch viel, viel geiler als noch im ersten Teil. So, was ist denn, wenn ich jetzt hier reingehe? So von hier oben quasi. Ist bestimmt noch ein Krog versteckt, oder? Hundertprozentig. So, jetzt aber. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, zu weit weg, oder? Haben die mich gesehen? Als ob die mich nicht sehen, ey, oder? Zu... Ah, guck mal hier. Zu, oh, zu... Zu... Ich hab die Heldentaten verbracht. Hurra! Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt. Was tue ich nur? Zönig Zoran, zettet eure Zwim, zwimmt in eurer Zestek. Hey, so redet Mutsu doch gar nicht. Ach, Mutsu, der coole Typ, nice. Mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Mutsu und die bösen Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doch doof, Mann. Hey, sag mal. Wie heißt nochmal, wo König Dorefan sich versteckt? Also, ich weiß das noch. Seine Hoheit hat's mir ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das heißt, oh je, irgendwas mit Krawall, Kristall, Kristallwasser, Palast, irgendwie so. Kristallwasser, ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes jetzt zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es doch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll da auch einen geheimen Eingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim, super aufregend. Also Geheimgang hinter einem Wasserfall, boah, das ist wirklich aufregend. Okay. Alles klar, ich glaube, jetzt haben wir alles. Dann können wir uns hier von hier verpieseln. Hey, kleinen Penner, ich habe alles gehört. Ich habe alles gehört, Mann. Okay. So. Das ist am Totosee. Pass auf, das ist ja dann eigentlich super easy, ne? Da, wo klares Wasser fließt, hier ist überall Matschepampe. Hier fließt klares Wasser. Könnte sein, dass das hier ein, wie heißt es, ein Wasserfall ist. Aber ich vermute quasi eigentlich hier. Da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall, da ist ein Wasserfall. Ja, wir fliegen von hier oben einfach mal runter und checken alle Wasserfälle ab, die es gibt. Und gucken mal, ob wir sein Geheimversteck finden werden. Ja, okay. Gut,
Hätte ich die jetzt hier oben nicht gefunden, wäre ich im Leben nie drauf gekommen, dort irgendwo zu suchen. Tatsächlich. Einfach gedacht, alles klar, Bug. Ah, warte mal, da oben geht's auch noch weiter. Klares Wasser. Könnte auch... Pass auf. Könnte auch direkt hier oben sein. Sieh das an. Warte. Da. Hier fließt ja komplett das klare Wasser raus. Ist auch ein Wasserfall. Könnte natürlich auch sein. Also komplett versteckt. Aber wir klappern erstmal die drei hier ab. Wir klappern erstmal die ab. Wir gehen einmal hier hin. Einmal dorthin. Ja, ist das ein Wasserfall? Ja, könnte auch ein Wasserfall sein. Dann gehen wir einmal dorthin. So. Guck mal, da steht schon einer. Da steht schon einer. Gehen wir mal abchecken, ob es direkt der Wasserfall ist. Das wäre natürlich crazy jetzt. Okay, der Wasserfall ist es nicht. Das wäre natürlich auch zu crazy, aber egal. Krog? Ne, Rupees. Okay. Dann versuchen wir direkt mal dahinter reinzufliegen. Okay, der ist es auch nicht. Aber hier fließt... Oh, hier fließt das klare Wasser von in der Nacht. Exhalfosse. So. Aber den finden wir schon. Den finden wir jetzt schon hier irgendwo. Warte, da lag ein Stein. Das könnte auf jeden Fall ein Krog sein. Das will ich mir gerade mal fix anschauen. Okay, hier liegen mehr Steine. Einfach Frame Drops beim Stein aufheben. Wahnsinn, ey. So. Ist auch nicht. Der ist es auch nicht, der Wasserfall. Okay. Hier ist eine Höhle. Ah. Ah, hier ist eine Höhle. Es könnte natürlich auch sein, dass das hier eine Höhle ist, wo der drin ist, ne? Ja. Ist es auch... Oh, ist es auch nicht? Oh, warte, da war was. Da war was. Oder? Oh, da ist es doch. Oder? Das ist doch ein Eingang, oder? Aber der Sog ist richtig stark. Ist das was hier oder entdeckt? Kristallwasserpalast. Oh, da sind wir, Junge. Da sind wir, ey. Gutes Versteck, König Dorofan. Gutes Versteck, tatsächlich. Da ist ein Stein. Okay, dann vermute ich mal, müssen wir nach oben, ne? Ja. Der wird dann den Wasserfall hoch geschwommen sein. Okay, hier ist Klettern nicht möglich, so wie das ausschaut. Ein weiteres Rätsel, was sich uns hier auftut. Versuche ich mal den hier. Okay, hier kann man gar nicht klettern, weil... Weil es hier drin tropft. Aha. Das heißt, wir brauchen hier die Sugar-Rüstung, glaube ich. Oder ist hinter dem Wasserfall jetzt noch was? So, hier tropft es doch nicht, ne? Oder? Doch. Seltsam, Freunde. Seltsam. Was hat's mit den Steinen auf sich? Warte, das sieht aus wie Eis? Irgendwas? Ah, ich trau mich jetzt nicht, meine Explosionsdinger zu verschießen. Oh. Irgendwas kann man damit machen. Irgendwas kann man damit machen. Jetzt bin ich hier. Aber kann nicht klettern. Das ist tatsächlich gemein hier.
Oder muss ich mich jetzt so da hochkrampfen? Das kann natürlich auch absolut möglich sein, ne? Aber komm, jetzt ist meine Ausdauer wieder weg. Ah, jetzt ist meine Ausdauer wieder weg. Ah, okay. Mach mir das ja Blödsinn, ey. Ah. Ich brauch die Soa-Rüstung. Ganz, ganz einfach eigentlich, oder? Hm, ja, ich muss die bestimmt irgendwo hier finden, oder? Oder, noch einfacher, alles klar. Der Deckensprung. Jupp. Oh, da ist er, Junge. Das ist aber ein anderer als zuletzt. Der ist auch alt geworden. Oh, dem geht's nicht gut. Dem geht's nicht gut. Der ist vom Schlamm gefallen, Freunde. Verdammt Axt. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt mit dem König quatschen und die Story-Quest weiter hier fortschreiten, würde ich sagen, beenden wir die Folge erstmal hier an der Stelle und würde mich freuen, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, würde ich mich freuen. Für ein Däumchen, für ein kostenloses Abo, hilfst du mir und meinem Kanal mega krass mit weiter. Und natürlich das Allerwichtigste, die Glocke nicht vergessen, dass du keine weitere Folge mehr von Tears of the Kingdom verpasst und jetzt bald auch ohne Ende Diablo 4. Danke fürs Einschalten, habt einen affengeilen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.